Herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Review auf unserem Kanal. Ich bin euer Holbi und heute stellen wir euch vor die S&T ARX 160 von Beretta, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Begari. Und jetzt wünschen wir erstmal viel Spaß beim Intro. Kommen wir auch gleich dazu, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt in diesem schlichten, aber sehr schön designten blau-grünen Pappkarton. Im Inneren befindet sich hier ein Laufreinigungsstäbchen, ein Grundprotokoll von Begari, eine Bedienungsanleitung, das Magazin, 350 Schuss Highkit Magazin und natürlich das Gewehr selber. Fangen wir gleich mit den technischen Daten an von der Waffe. Das Ganze ist ein SAEG-System, das bedeutet Semi-Only im Kaliber 6mm. Das Hop-Up ist einstellbar, mehr dazu beim Body. Das Material besteht hier aus Kunststoff und kleineren Metallteilen. Wir haben hier, wie schon angesprochen, ein High-Cap-Magazin inklusive mit 350 Schuss Kapazität. Die Energie liegt bei 1,3 Joule laut Begari, das haben wir natürlich für euch nachgekronen. Im Inneren werkelt eine V3 Gearbox mit Federschnellwechselsystem, wie von S&T typisch. Die Länge der Waffe beträgt 675 mm im eingeklappten Zustand und 840 mm im ausgeklappten Zustand, beziehungsweise wenn man den Schaft ganz auszieht, sind wir bei 905 mm. Das Gewicht des guten Stücks liegt bei 3 Kilo. Der Preis des guten Stücks liegt bei 259 Euro. Kommen wir auch gleich zu den äußerlichen Eigenschaften der ganzen Waffe. Wir haben einen sehr, sehr hochwertigen Polymer-Body verbaut mit kleineren Metallteilen, wie zum Beispiel die Slingaufnahme, der Trigger, der Außenlauf, die Riemen für die Slinghalterungen und zahlreiche andere Schnickschnack wie Pins und so weiter. Das Ganze ist eine Lizenzversion, wie gesagt, Original Markings dazu, aber später noch wegen mehr. Der Handguard ist hier mit B-Verschienen besetzt. Diese sind hier ebenfalls aus Metall gefertigt. Wir haben auch schön Flip-Up-Visiere, die sich schön einstellen lassen. So, jetzt haben wir es. In verschiedenen Rastereinstellungen lässt sich das ohne Probleme der jeweiligen Entfernung des Schützen anpassen. Wir haben das Ganze hier oben dann zusätzlich noch ein 14 mm Negativgewinde. Hier noch ein kleines Gimmick der Waffe, was ich euch kurz demonstrieren möchte. Wir haben hier einen Hebel, den zieht man nach unten und dann kann man problemlos den Lauf plus Hop-Up kann man entfernen. Finde ich sehr cool gemacht, ist auf jeden Fall mal was Besonderes, ähnelt so ein bisschen an die ACR-Richtung. Aber wie gesagt, ich finde es cool und ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Lässt sich auch relativ einfach wieder einschieben. Gut, kommen wir auch gleich zum Magazin. Beim Magazin haben wir verschiedene Sachen festgestellt. In der Begari-Beschreibung steht zwar, dass es fast zu allen M4, M16 Magazin kompatibel ist. Wir mussten allerdings feststellen, dass schon das Highcap, was mitgeliefert wird, relativ straff unten reingeht. Das rastet zwar ein, feedet auch sauber, ist überhaupt kein Thema, aber das Rein- und Raustun geht relativ schwierig. Wir haben an der Hinsicht auch noch gemerkt, dass es verschiedene Magazine gibt, die jetzt nicht einrasten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Begari Vietnam Magazin, das flutscht sehr schön rein, muss man sagen, auch schön raus, überhaupt keine Probleme. Dann die Amoeba-Magazine, aber jetzt leider keins da, funktionieren auch einwandfrei, die flutschen sehr schön rein. Die Lonix-Magazine gehen einwandfrei. Was wir gemerkt haben, sind zum Beispiel die Pimax. Die gehen nicht. Die arretieren nicht.
Also ich sage, diese Waffe mit P-Max nicht zu verwenden. Leider Gottes. Gut, okay. Ist glaube ich ein Tropfen, mit kann man leben. Gut. Das Akkufach ist hier hinten untergebracht. Wir haben hier einfach schlichtweg, so ich sage jetzt, die muss nach hinten gezogen werden und schon kommt der Akku zum Vorschein. Eigentlich sehr simpel gesetzt. Hier allerdings aufzupassen ist, was für ein Akku man nimmt, dass man nicht die Kabel quetscht. Kommen wir nun schnell auch noch zum Hop-Up. Das Hop-Up ist ganz einfach einstellbar. Wir haben hier, wir arretieren den Hülsenauswurf hinten und können hier durch ein Rad, ähnlich wie beim G36, das Hop-Up problemlos einstellen. Wir haben allerdings gemerkt, dass das Einstellen des Hop-Ups sehr fummelig ist, also man braucht relativ kleine Hände oder Werkzeug, um an das Hop-Up zu kommen. Wie gesagt, das ist alles ein wenig knapp bemessen, sage ich jetzt mal. Gut. Kommen wir auch schnell noch zu den Markings. Wir haben an der schützenlinken Seite hier das Beretta-Logo mit der Original-Kaliber-Aufschrift. Zwei Kleber mit Energie maximal 1,3 Joule und das AX160 Logo. Auf dem Feuerwehrhebel befindet sich noch die Bezeichnung R1 und Safe. Auf der schützenrechten Seite haben wir hier oben sehr dezent das Kaliber im 6mm und das F im 5-Eck. Eine fortlaufende Seriennummer, nochmal das AEX und nochmal das Beretta Logo. Gut. Wie gesagt, das war's schon mit Markings. Finde ich sehr schön. Nicht zu viel vollgeklatscht. Einmal frei. Passt soweit. Kommen wir auch nun jetzt gleich zu den inneren Werten der Waffe. Wie schon erwähnt, werkelt im Inneren eine S&T V3 Gearbox mit Stahlgear, Stahllager, Pistonhead, ventiliert und Metallzähnen am Pisten. Was auch sehr schön ist. Es ist ein Mikroswitch verbaut, die auch 11.1er ready sind. Den empfehlen wir hier auch zu verwenden. Durch das EBB kommt es bei 7.4er zu Jams, wie wir gemerkt haben. Wir haben beide getestet. Bei 7.4er kam es zu Jams, bei 11.1er ging die Waffe problemlos. Das EBB-System ist ein nettes Gimmick. Hierzu noch eine kleine Demonstration. Wir haben hier auch noch den Vorteil, dass es arretiert. Und durch den Knopf hier unten kann man das Ganze wieder lösen. Das EBB-System lässt sich aber problemlos durch ein paar Handgriffe, durch einen Bolzen hinten problemlos entfernen. Wer das nicht möchte, ist überhaupt kein Thema. Zur Gearbox noch zu sagen, wir haben hier, wie gesagt, die S&T-Gearbox. Diese besitzt ebenfalls hier auch ein Schnellwechselfedersystem. Problemlos kommt man von hinten ganz einfach an die Gearbox ran. Wir haben diese Waffe natürlich auch wieder für euch Probe gespielt. Diesmal ist der Andrew für euch losgezogen und wir sehen uns gleich nochmal. Viel Spaß! Wir haben hier von Beretta die ARX 160. Sehr schönes Teil, sehr toll verarbeitet. Ich habe jetzt bis jetzt keine auffälligen Fehler gefunden an der Verarbeitung, was schon mal ein Pluspunkt ist. Was bei der ganz toll ist, so wie bei der M14, wenn man hier den Spannhebel nach hinten zieht, dann bleibt das Ganze hinten, sodass man zwar etwas fummelig sein Hop-Up einstellen kann, also mit Handschuhen wird man da eher schlecht reinkommen. Das Magazin, was mitgeliefert wird, das geht schwergängig rein. Die Magazine, die ich habe von meiner M4, das sind G&G Magazine dabei, Classic Army Magazine, die feeden alle einwandfrei, gehen aber auch schwer rein. Ich denke mal, das liegt einfach an den Maßen von dem, wo das Magazin reinkommt, allgemein. Was aber natürlich gut ist, weil das Magazin wackelt dadurch nicht und das sitzt bombenfest und feedet, also wie gesagt, wie eine 1. Es ist auch für den Linksschütze gut geeignet, da man von beiden Seiten sowohl den Feuerwehrmodus auswählen kann und auch Magazin-Release. Es befindet sich auf beiden Seiten. Für den Preis, also ich finde, es ist die Verarbeitung und die Spielbarkeit rechtfertigt den Preis doch recht gut. Ich habe mit der jetzt zwar nur relativ kurz gespielt, aber anhand von dem, was ich gesehen habe, die hat ordentlich Reichweite dafür, dass es gleich so aus der Kiste rauskommt. Sehr toll, sehr gut gemacht. Kann ich nur kaufen, empfehlen und versprechen. Kommen wir auch nun gleich zum Fazit von der Waffe. Die Waffe ist trotz ihrer großen Länge relativ leicht. Wir konnten keinerlei groben Beschnitzer am Body feststellen, lediglich hier oben eine kleine Gussnaht.
Das lässt sich aber mit ein bisschen Schleifpapier beheben. Was uns von der Waffe sehr überzeugt hat, war zum einen das Laufwechselsystem, was auf jeden Fall ein Pluspunkt ist für diese Waffe. Wir haben den Mikroswitch, wir haben das Laufwechsel, haben wir schon, habe ich schon gehabt, das Federschnellwechselsystem im hinteren Gehäuseteil, was auch für Spieler, die jetzt zum Beispiel jetzt mal niedrigschulig spielen, auch mal ein nettes Gimmick ist. Uns überzeugte vor allem die Präzision und die Reichweite im Stockzustand dieser Waffe. Also wir waren hellauf begeistert, wie weit die Waffe kommt mit ihren Schulanzahlen. Dementsprechend kann ich hier eine Kaufempfehlung aussprechen von der Waffe, weil man hier zum Einstieg Akku noch ran, ein paar Magazine noch und ihr habt auf jeden Fall eine super Waffe, die vom Preis her mit 259 Euro auf jeden Fall bezahlbar ist. Es gibt hierzu bei Bugatti auch noch die Sportsline-Version, die etwas kürzer ist, wo der Body etwas, sag mal, schlechterer verarbeitet ist, die allerdings dann auch nur 169 Euro kostet. Ich würde ganz klar zu dieser tendieren. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, einfach in die Kommentare. Der Link zu der Waffe ist ebenfalls in der Beschreibung drin. Euer Heubi, FV, macht's gut.